Deasley. Zuerst mal haben wir den arroganten Tigranern gezeigt, wie man mit Kanonenkugeln ein bisschen Billard spielen kann. Und danach haben wir uns da mal irgendeine Blutquelle zugewandt. Ich bin aber nicht mehr ganz sicher, was da passiert ist, weil irgendwie habe ich ziemlich Kopfschmerzen bekommen an einem gewissen Punkt. Das war auch irgendwie ziemlich heiß, keine Ahnung, irgendwas ist passiert. Und jetzt werden wir uns dieser blöden Kröte zuenden und die werden wir auch so richtig schön rund machen, damit wir uns den Siegelsieg sichern können. Ja, und nach dieser kurzen Zusammenfassung heiße ich euch willkommen zum Part 3. Wir begeben uns jetzt auf eine Reise, einen Quest, dieses Land wiederherzustellen, indem wir die Siegel einnehmen. Denn alle 7 oder alle 6 Mitspieler zu töten, wäre deutlich schwierig. Aber der Fangier hat uns direkt am Anfang ein tolles Angebot zu machen. Er ist ja ein recht einfacher Zwerg. Ja gut, er sieht ein bisschen blitzartig aus, ein bisschen felsig, aber ansonsten eigentlich ein einfacher Zwerg. Denn jetzt mag er uns doch wieder und er sagt, ach, ich habe an euch gedacht, Ferrokulax. Wie steht es um unsere Abkommen und unsere Handelsgeschäfte? Vielleicht könnten wir etwas verbessern. Das ist schon ein bisschen intim. Ja, machen wir einfach. Wir machen einen Verteidigungspakt. Kostet uns 155 Gold oder 155 Kriegsbeute. Die wollen wir uns auch bewahren für die Kanonen. Anders kriegt man die leider nicht. Deswegen werden wir denen jetzt schön Geld in den Rachen schmeißen, um einen Verteidigungspakt einzugehen. Eins Problem dabei ist natürlich, dass wir jetzt vielleicht in den Krieg hier von denen gezwungen werden. Ist aber nicht schlimm. Gerade die rote Katzendame wäre genau das Ziel eigentlich für uns auch langfristig, weil wir hier noch ein Siegel bekommen. Wenn ich jetzt wirklich sage, wir gehen auf den Siegelsieg, müssen wir nämlich hier das Siegel nehmen, nachdem wir den Frosch natürlich geklatscht haben. Das ist ja die Bedingung, hier das Siegel nehmen. Und ja, dann haben wir da hinten das Siegel, das wären 3. Ich glaube, hier oben war auch noch 1. Also, dass wir so 3 bis 4 Siegel haben. Ich glaube, das sollte eigentlich reichen. Dann wird es halt einfach nur das Waiting Game, wenn wir das einmal haben. Und ja, das wird es dann gewesen sein. Das können wir hoffentlich auch mit Leonardo da Magia machen, aber der ist auf einmal wieder auf 0 gefallen. Das schwankt ja wirklich hier hin und her, hin und her. Ich, ja, ihr wisst, was ich davon halte. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, schaut es euch nochmal an. Ansonsten bauen wir uns hier natürlich Richtung Katze und Richtung hier unserem Verbündeten eigentlich aus. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin, um einfach diesen Steinbruch zu sichern. Da können wir Goldmine machen. Ich glaube, Gold können wir immer gebrauchen. Oder wir machen die Produktionserhöhung. Schwierig. Ich nehme einfach mal Gold. Eigentlich müsste ich mich auch noch hier oben begeben, aber habe ich ja jetzt schon letzte Folge erklärt. Ist ein bisschen schwierig mit dem Imperium. Da bin ich auch nochmal total unentschieden, was wir genau jetzt machen. Vielleicht einfach wirklich 2000 Gold. Obwohl am besten wäre es vielleicht, die plus 3 Gold pro Einheitenstufe im Kampf zu nehmen. Das hauen wir einfach mal raus, dann haben wir das schon mal getan. Wir können natürlich unsere Stadt, unser Stadtlimit auch noch langfristig erhöhen. Und eben andere Buffs wählen. Da ist jetzt nichts, wo man jetzt zu viel Zeit drin verschwenden sollte. Der Fokus liegt jetzt erstmal darauf, auszubauen und dann die Kröte anzugreifen. Direkt eine Runde weiter hat uns Rakshagi, die rote Katzendame, jetzt schon den Krieg erklärt. Ein bisschen schwierig, hätte ich jetzt lieber noch ein bisschen Zeit für gebraucht. Die ist natürlich direkt neben uns mit einer Stadt. Die hat, glaube ich, hier unten die andere Stadt. Die würde jetzt nicht übermächtig sein. Aber es ist natürlich ätzend, weil eigentlich wollten wir uns ja Richtung Froschspiel geben. Ich hatte jetzt auch erstmal den Plan, hier unten zur schwankenden Turmspitze zu gehen, hier den Außenposten hinzuslappen, damit wir uns hier einsacken können. Weil ich habe nicht gesehen, die Hauptstadt der Krötendame hat 120 Verteidigung. Außerdem hat sie selber auch Feuerriesen, was ziemlich ärgerlich ist. Und anscheinend auch noch hier oben noch Fortpflanzungsgebiet oder Ausbreitungsgebiet. Hier ist auch sehr viel Wald irgendwie. Ich glaube, hier oben ist diese gelbe, wenn ich mich jetzt nicht irre, die hat ein verdammt gutes Gebiet, wie das aussieht. Nicht so ein verdorbenes, verbranntes Gebiet, aber gut, da sind wir vielleicht mit unserem Alkoholexzess dann auch irgendwann nicht mehr hingekommen. Aber ja, das heißt, wir müssen jetzt überlegen, wie wir die Strategie fahren, ob wir dann doch sie erstmal umhauen oder ob wir halt gucken, schwierig, dass wir vielleicht, ja, dann erstmal, ja, ich mache das was mit der Turmspitze und dann werde ich rüberziehen und hoffe, dass wir bis da nicht komplett zerstört worden sind. Das wäre natürlich ganz gut. Wir haben nicht immer das Problem, denkt daran, wenn die jetzt unsere Stadt einnehmen, kann man ja sagen, ja, die holen wir uns später zurück, aber die werden die oft als Vasallen entlassen und wenn die als Vasallen entlassen werden, kriegen die automatisch Stacks geschenkt. Krieg, Blut, wir werden euch vernichten, Ferrokulax, verdammte Axt, meine bisschen Knöpfe sind unterwegs, um euch richtig schön in die Waden zu beißen. Und der Grund dafür ist, weil ich habe schon 2 Kriege, aber ich habe einfach Bock noch mehr zu kämpfen. Ich bin richtig blutrünstig, ey. Guck mich doch mal an, ich habe Hörner, ich bin voll krass drauf. Pass auf, was du machst. Ich werde dich völlig vernichten. Bist du sicher, dass du das auch stemmen kannst? Du hast schon 2 Kriege mit unserem Kumpels. Wenn du uns jetzt auch noch angreifst, dann werden wir dich zerquetschen. Aber gut, mir soll es recht sein. Wir werden das flirternde Feuer über alles vergießen. Dann eben nicht über die Kröten und erstmal über die Katzen. Mir auch egal, Fell brennt auch ganz gut. Naja, was soll ich sagen? Rakshagi ist halt wirklich schon immer einfach krank. Die greift halt einfach alle an und ohne Sinn und Verstand. Die ist immer extrem schwach, weil sie immer die Untergrundadaption hatte. Auch das hätte ich wieder einstellen müssen. Habe ich, glaube ich, auch schon gemacht. Aber wie gesagt, ich musste mehrmals neu laden, Mods ausprobieren, na.
Deswegen haben wir Rakshage jetzt hier drin und mehrere Untergrundadaptionen. Ist irgendwie bei den zufälligen KI sehr oft dabei. Müsste auch dringend mal gefixt werden. Aber gut, das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Wir haben unser 8. Level, oder so 8. Level bekommen bei unserem schönen Ferroklax. Und wir können untere Beschwörer nehmen. Alles andere ist, ja, ich meine, die Sprengung ist ganz cool. Boah, ja, kann man machen. Aber wir haben ja eigentlich schon AOE-Effekt. Ich meine, Wiederherstellung ist sonst noch sehr, sehr gut, weil man einfach was wiederbeleben kann. Und Tote sind jetzt auch bei weitem nicht mehr so stark wie früher, als man 3 Skelette da herbeigerufen hat oder 3 Zombies, das ist klar. Aber es ist halt trotzdem gut, einfach irgendwas zu haben, was einen so ein bisschen, ne, den Puffer gibt. Weil Wiederherstellung wirklich gut ist. Aber ich bleibe einfach dabei. Es ist einfach noch immer das Beste. Ja, dann haben wir jetzt die Möglichkeiten hier, die ganz coolen Fähigkeiten freizuschalten. Zum Beispiel, dass der Atem schneller benutzt werden kann. Kann ich allerdings mit meinem Kometen nicht im Nahkampf machen, was manchmal ein Problem sein kann. Langfristig ist es trotzdem sehr, sehr gut, ist klar. Ja, und dann haben wir auch alle möglichen Sachen wie Feuerwiderstand, was auch für die Map nicht schlecht wäre. Oder eben dieses Schlingen, wo man 1, 2 oder 3 verschlingen kann und damit HP zurückkriegt und so weiter und so fort. Ich glaube, das nehmen wir erstmal, weil es einfach so eine gute Utility-Fähigkeit ist. Ich habe nämlich hier dieses Pickup genommen. Das heißt, alle unsere Helden können aufleveln. Einmal unsere treue Misha mit unserem Bojagev. Ne, wir machen erstmal, glaube ich, noch ein bisschen Truppenstärke immer noch. Das ist ganz wichtig. Alle 3, also nochmal als Tipp, falls es jemand nicht weiß, immer die 3 Anführer oder 3 ersten Helden, die ihr habt, zu Anführern machen am besten. Langfristig oder kurzfristig ist dabei relativ egal. Sodass ihr halt wirklich gut gebuffte Truppen habt, die euch auch wirklich unterstützen können. Auch hier wieder Hirte nehmen. Wir können auch einen Kriegsschmied nehmen, aber das brauchen wir momentan auch nicht so sehr. Stärketraining, also sie hat auch schon tatsächlich ein paar Fähigkeiten gehabt. Das ist ganz cool bei ihr. Können wir also direkt schon in die besseren Fähigkeiten reingehen. Ich würde sagen, wir nehmen Stärketraining. Weil bei ihr werden wir jetzt nicht so viel evolutionäre Sachen haben. Und wir kriegen nochmal Untote beschwören. Nehmen wir mit, auf jeden Fall. Dann haben wir jetzt 3 Einheiten, die uns einfach den ganzen Quatsch von der Seele halten, hoffe ich. Wir sind übrigens böse, passt ja ganz gut. Der Oklax ist nicht gerade in guter Laune nach seinem Absturz. Und in 3 Runden sollten wir unseren ersten Feuerriesen bekommen. Ich denke mal nur einen. Aber das wäre schon mal ganz gut. Müssen wir nur aufpassen, dass unser Imperium nicht zu sehr abfällt. Wenn jetzt verbundene Geister wirken, das ist immer eine Fähigkeit, die ich nicht so ganz durchschaut habe. Wichtig ist halt, irgendwie, wenn wir nebeneinander stehen oder ein anderer mit verbundenen Geistern, also unsere Musketenschützen, die können ja nicht mehr flankiert werden, wenn sie nebeneinander stehen. Eigentlich ganz cool. Das ist eine ganz nette Fähigkeit. Wir können ja auch nachher noch die Buffs draufgeben. Das ist so ein bisschen wie bei Synthese bei Planetfall, würde ich sagen. Ihr seht auch ein sehr ähnlicher Effekt. Trotzdem ist es ein bisschen sehr ungelenk, aber klappt irgendwie. Also wir können jetzt zwischen diese Kompositverteidigung nehmen. Also, wenn sie eine andere Einheit mit Kompositverteidigung angrenzt, erhält diese Einheit plus 1 Verteidigung und so weiter. Das ist eine Einheitenverzauberung. Können wir jetzt gleich uns auch mal anschauen. Als erstes können wir wieder ein Buch wählen. Wir gehen natürlich weiterhin auf das, was ich eben gesagt habe. Wir müssen natürlich gucken, dass wir unsere Fernkämpfer weiterhin auch stärken. Möglichst mit Verzauberung, nicht mit Transformationen. Sowas wie Handwerkerwaffen sind halt super stark, weil wir da einfach mehr Crits machen können. Dann haben wir die Fähigkeit, wie sowas wie, ja, Aspekte Wurzeln bringt uns nicht ganz so viel. Auch in einem Rang der Beschützer gar nicht so verkehrt wäre. Ansonsten haben wir nicht so viel Auswahl. Mal des Inquisitors wäre noch ganz cool, weil es die Fernkampf-Einheiten ordentlich bufft. Haben aber jetzt keinen Nekromanten, soweit ich das gesehen habe, bei uns. Das heißt, das würde uns nicht ganz so viel bringen. Ich finde ja immer grausame Waffen auch super. Wenn man die Moral halt herabsetzen kann, ist halt wirklich gigantisch. Und da hätten wir halt wieder eine Völkertransformation, damit das überhaupt sinnvoll wird. Dann haben wir noch die gefährten Projektile, sodass wir Verschleierung und so weiter nichts an Abzüge hervorgerufen wird. Was für die Musketenschützen auch ziemlich, ziemlich gut ist. Ja, alles so Sachen, die man natürlich mitnehmen kann. Das ist momentan aber jetzt nicht, denke ich mal, die zentralste Punkt, den wir haben. Wir müssen halt nur gucken, dass wir genug Materium haben, was wir haben. Alles andere ist, glaube ich, relativ egal. Gut, Drache müssen wir auch schauen. Ich glaube, da brauchen wir 4, wenn ich das nicht falsch im Kopf habe. Und zwar haben wir Buch der Drachen. Das heißt, wir müssen ja Natur oder Chaos. Sehen wir ja, wenn wir jetzt hier drüber hovern, dann sehen wir, wir brauchen 3, erfordert 3 hiervon. Okay, wir haben ja beides hier, also wir haben ja Chaos. 3, das heißt, das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ist auch nur für die jungen Drachen gut und für Wyvern Host. Der Rest ist eher, ja, eine Feuerbombe ist auch ganz okay. Der Rest ist aber nicht so wichtig. Also das würden wir dann mitnehmen und dann würden wir halt Richtung die ganzen Konstrukte gehen. Von daher haben wir da auch die Bedingungen erfüllt. Könnt natürlich auch auf ein Einserbuch gehen, da kennt ihr das Prinzip, auch wenn die durch den Patch jetzt umgeändert wurden, die Fähigkeit ist trotzdem immer gut zu sagen, ich gehe jetzt auf Giftpfeile, ne, hau da immer mehr raus, weil, und das möchte ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen, nur damit wir das auch alles mal klar gehalten haben, wenn ich jetzt zum Beispiel auf diese Kanonen gehe, Anschlusskanonen, die sind ja auch Fernkämpfer, das ist ganz wichtig, das heißt, sie nehmen natürlich jeden Buff von Fernkampfeinheiten mit,
Das heißt, die suchen wir natürlich jetzt, wenn wir jetzt auf die Kanonen gehen wollen. Die sind natürlich schwer zu produzieren. Dieses Buch Beschwöre mit dem Panzerschiff zum Beispiel. Dann haben wir eine mythische Einheit. Die wird also nicht mehr von Fernkampfsachen gebufft. Die wird nur von Konstruktsachen gebufft. Was natürlich auch okay ist. Wir haben ja ein bisschen was, was Konstrukte bufft. Ist aber halt einfach nicht ganz so stark. Ne? Hier, der wäre zum Beispiel nicht schlecht als Schockeinheit. Kriegt man aber jetzt nicht so, weil ich das weiß, hier wieder nur so eine Zusatzeinheit. Wir kriegen natürlich einen goldenen Golem noch, der auch ein Konstrukt ist. Also können wir uns auch noch holen. Was ganz cool ist, durch Trainer-Golem, weiß nicht, ob wir das irgendwo finden, müssen wir mal schauen. Aber eigentlich ist meine Go-To-Sache hier das. Deswegen müssen wir auch Krieg führen, um halt diese Buffs dann auch mitzunehmen. Die sind auch nicht perfekt, die Kanonen, bei weitem nicht. Ich finde die auch extrem langweilig, weil die keine Sonderfähigkeiten haben. Aber sie haben halt natürlich diese in Linie schießen. Das kann schon mal ganz nützlich sein. Wenn wir sie gut buffen, sind sie eigentlich ganz in Ordnung. Nicht übertrieben. Aber das wäre jetzt so das, wohin gehen würden, plus halt die Drachen, die wir haben. Ne? Das ist klar, hier Drachen, dass wir halt langfristig vielleicht Feuerdrachen erstellen können. Golddrachen und so. Das ist natürlich eine Riesenarbeit. Und das kann sich auch noch, weiß nicht wie lange ziehen. Na, egal. Also an sich buffen wir jetzt erstmal Fernkampf ein. Das ist, worauf ich hinaus wollte. Dass wir können uns entweder eine niedrige nehmen oder eine höhere Geschichte nehmen. Wir können ja mal gucken, was die so haben. Die hat sehr viel Natur. Das heißt, sie wird sehr giftimmun sein. Die ist Chaos-Bruder, das heißt eher feuerimmun. Also wird es nichts bringen, Gift und Feuer zu nehmen. Was wir nehmen können, wäre Elektroschaden. Da hätten wir natürlich jetzt gegen die blaue Katze nicht so viel. Wir bleiben beim Arterium erstmal. Ups. Auswählen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen eigentlich nur die Handwerkerwaffen. Wir haben aber im Eisengolem natürlich dann nochmal ein Konstrukt, was wir notfalls buffen können. Wird aber jetzt nicht ganz die Priorität sein. Ich finde den, der ist gut. Den kann man benutzen auf jeden Fall. Aber ist halt nicht übermäßig stark. Jetzt können wir uns die Kompositverteidigung angucken. Ihr seht, die ist nämlich nur für Schildeinheiten, Stangenwaffeneinheiten. Das heißt, da müssten wir natürlich jetzt auf die Eisengolems oder die Bronzegolems gehen. Ja, die Spaltenklingen, ein ähnliches Prinzip, zählen allerdings auch für die Plängler-Einheiten, also unsere Schlängler. Nehmen wir einfach mal mit, warum nicht? Und dann schaffen wir es jetzt hier, uns einen schönen Vorposten zu bauen, um der Kröte so richtig auf die Nerven zu gehen. Das ist natürlich ein bisschen riskant, wenn die mit geballter Macht zuschlagen, aber momentan zum Beispiel hätten wir dieses Deck hier auf jeden Fall einfach umzuhauen, da hätten wir kein Problem mit. Noch relativ einfaches Decks noch, ich meine, die haben schon Bronze und ich habe auch schon Feuerriesen rumlaufen sehen, aber es ist eigentlich noch im Limit, sage ich mal. Kann natürlich sein, dass da jetzt gleich wieder 4-5 Stacks um die Ecke springen. Und dann können wir uns auch mal angucken, ob wir die schwankende Turmspitze vielleicht sogar besiegt kriegen. Es reicht ja, wenn wir den Ausposten haben und die dann einnehmen, dann können wir dieses gute Belagerungsprojekt nehmen. Denn das brauchen wir essentiell, wenn wir hier irgendwie großartig Kämpfe kämpfen wollen. Sonst wird das einfach nur zäh und anstrengend, irgendeine Stadt einzunehmen. Ja, hier können wir einfach automatisch noch ein bisschen mal clearen. Kann es ja auch noch einen Vorteil bringen. Aber ansonsten wäre das jetzt der Plan. Und dann müssen wir immer natürlich im Auge halten, kommt die jetzt hier rüber. Aber die scheint halt hier selber noch irgendwie die blaue anzugreifen, also die andere Katze. Und wir müssen halt noch mal gucken, dass wir hier oben die Eilbären holen. Ja, ich habe jetzt mal die Armee zusammengesammelt. Das wird hart, ne? Also ein goldenes, altes Wunder. Aber es wäre natürlich extrem mächtig, einfach schon für das Projekt. Wir hätten natürlich auch Wissen und Mana dazu und noch ein bisschen Imperium. Wodurch wir mehr Feuerriesen unterhalten könnten. Wir können Knochendrachen, was ja unser Ziel wäre, auf Drachen zu gehen, unterhalten oder aber rekrutieren. Das ist sehr gut. Wir können jetzt auch unseren ersten Feuerriesen tatsächlich rekrutieren. Das heißt, wenn jetzt was stirbt, was sehr wahrscheinlich ist, dann können wir das ersetzen. Problem ist natürlich, das finde ich ein bisschen komisch. Ich hatte das aber schon mal, das weiß ich, dass die Helden halt sich wiederbeleben. Ne? Ich werde natürlich dann gucken, dass ich danach auch viel Runden nicht kämpfe, dass es fair bleibt. Ich weiß nicht, warum das so eingestellt ist. Ich habe jetzt auch bewusst keine Einstellung unternommen oder gesehen. Naja. Sehr viel Gequatsche. Wir haben hier eine recht starke Armee. 1288 gegen uns. Wird natürlich hier so ein Magier sein. Würde ich jetzt mal behaupten. Und wir können durch 254 Mana, was wir auf jeden Fall machen werden, diese verzögerte, versetzte Realität. Mein Gott, das sind immer komplizierte Ausdrücke. Das heißt, alle drei Runden werden alle unsere Einheiten in zwei Felder verschoben. Was extrem ätzend ist. Ja, zwei. Ja, das ist leider immer so. Zwei Magier. Wir können einfach mal automatisch Kampf gehen. Ich bin da auch wirklich eiskalt, wenn ich sehe. Okay, gut. Ne, ich sehe nichts. Da müssen wir den Kampf kämpfen. Gucken wir mal, ob wir das gewinnen können. Das Spiel sagt no. Ich weiß, was ihr denkt. Und ja, ihr habt recht. Diese riesigen, unglaublich mächtigen Zauberer werden uns töten. Ja, aber nur die, die keinen Namen haben. Das heißt, Akari, Oyakev, ihr werdet überleben. Und alle anderen, ja, das bist du, Musketenschütze, genau du da hinten in den letzten Reihen. Du wirst wahrscheinlich nicht leben. Ja, und das ist meine moralische Ansprache. Auf geht's in den Kampf. Ja! Ich weiß, dass man die Magie aber manchmal doch ein bisschen so ärgern kann. Okay, wir können aber nicht zaubern natürlich. Das ist sehr ärgerlich. Was wir machen müssen, ist eigentlich irgendwie die ganze Geschichte weglocken. Das heißt, wir würden versuchen, sich
nicht eine Map, die ist ja Horror, das ist ja Hogwarts hier oder sowas. Oder da gibt es dieses Video, ne? So ein Musikvideo, wo jemand die ganze Zeit die Treppen rauf runter geht. Man sollte natürlich warten, wenn wir nur drei Runden mit den Untoten haben, aber es geht ja erstmal einfach darum, dass die Zauberer ihre ganzen Buffs da raus, ganzen Skills raushauen, um die Untoten irgendwie zu beseitigen. Darum geht es eigentlich nur. Deswegen ist es erstmal nicht so wichtig, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt die Zeit da verschwendet, das ist egal, oder die Time auch verschwendet. Erstmal geht es einfach darum, dass wir irgendwo ein bisschen Nutzen aus diesen Untoten herausholen. Das ist nicht mehr wie früher, wo man die wirklich hinsetzen konnte, hat eigentlich gewonnen. Schon komplizierter geworden. Das ist ja auch okay, finde ich. Jetzt haben wir nicht direkt nicht so einen Angriff. Der Magier ist halt brutal, muss man denken. Er sieht direkt, wie viel Schaden der machen kann. Und die fokussiert sich nicht auf unsere Untoten, leider. Das ist gut. Das ist auch in Ordnung. Und das ist auch in Ordnung. Super. Das heißt, wir können nicht zaubern. Wir können halt sehr wenig tun, tatsächlich. Auch noch nicht in Reichweite mit ihm, leider. Das ist der Nachteil von dem Kometen. Der ist nicht so von der Reichweite so gigantisch. Eigentlich müsste ich mal die Zauberreichweite erhöhen. Das vergesse ich immer. Wenn man Drachen spielt, dann denkt man immer, ja, hast du einen Drachen, da hast du ja schon coole Fähigkeiten. Nicht ganz so. Denn manche Fähigkeiten sind halt auch sehr cool von den normalen Helden. Sollte man nie vergessen. Sie hatte die Pistolenschuss, das mit ihr könnten wir natürlich nah rangehen. Wenn wir jetzt hier einmal weitergehen, wir können auch wieder herstellen, weil es 10 AP ist. Ganz so gigantisch. Ja, wir müssen natürlich gucken, dass wir da nah rankommen. Ich meine, wir müssen halt vor allen Dingen jetzt auch mal schauen, was kann ich jetzt eigentlich töten, also was kann ich leisten. Am besten wäre natürlich so einen großen Magier zu killen. Ist aber jetzt fast unmöglich, weil, wie gesagt, ich komme mit dem hier gar nicht in den Kampf, was natürlich extrem ätzend macht. Also mit dem werden wir erstmal nach hier vorne gehen. Alle anderen sind ja Range, das heißt, mit denen können wir eigentlich relativ frei verfügen. Gift sind die jetzt, ja, sind immun gegen Gift, aber macht schon 20 Schaden, was ganz gut ist. Können wir eigentlich mit arbeiten. Wenn wir ihn jetzt auch dahin kriegen, dass er ihn trifft, ja. Also könnten versuchen, den zu töten, aber ich fürchte, das wird nicht so gut funktionieren. 15% Trefferschance, sonst könnte man halt natürlich das, die Geisel des Magiers töten. Das hat nicht diese komische, gehabt, diesen Estralwurm gibt es ja noch. Der hatte diese total bescheuerte Fähigkeit, dass er sich ja einfach immun macht für eine Runde. Das ist ziemlich unangenehm. Werde ich erstmal hier so einen Schrei einfach machen. Bringt nicht ganz so viel, aber hilft natürlich ein bisschen was zu schwächen. Wir haben es sogar geschafft, den Magier, den verlorenen Zauberer zu schwächen. Das ist nicht schlecht. Weil die hauen extrem viel Schaden raus, wenn die einmal loslegen. Ja, was wir halt machen können, kriegst du aber nicht auf 2 wahrscheinlich, ne? Wäre, ne, diese Geißel halt umzubringen. Ich glaube, das ist die einzige Wahl, die wir momentan haben. Wir hauen alles dagegen, was wir irgendwie kriegen können. Ah nein, jetzt habe ich den natürlich verstellt in dem. Anfängerfehler, niemals die Sicht verstellen vom Musketenschützen, weil ihr seht, was dann passiert. Das nämlich, das ist extrem schlecht. Ja, wir haben den Magier getroffen, das ist also nicht das Allerschlechteste. Aber es ist trotzdem nicht gut. Gucken, dass wir die Moral von diesem Viech einfach immer weiter runterhauen. Schön auch einboxen, der ist leider gestunt. Guck mal, wenn wir jetzt hier hingehen, wir sind natürlich komplett blockiert. Ich habe es echt völlig versaut dabei. Ja, wird leider keine gute Runde. Das heißt, unser Schlängler wird ordentlich auf die Mütze bekommen. Und alles andere natürlich auch, ist ja klar. Mit ihr können wir noch einmal den Schuss wagen. Uff, das ist aber keine gute Runde. Absolut nicht. Jetzt wieder diesen Schlängler, den kriegt ordentlich auf die Mütze. Aber ist eigentlich gar nicht schlecht, weil er kann ja jetzt durch Entschlüpfen sich halt verziehen. Aber dann trotzdem, nee, hä? Boah, das war eine komische Animation. Weirde Animation. Aber gut, sonst, die Untoten nehmen genau das, was wir brauchen. Einfach in den drei Runden den Schaden auf. Hier auch, alles zerstört, das ist gar nicht schlecht. Also, natürlich trotzdem schwierig, aber auch nicht schlecht, dass wir jetzt hier ein bisschen was abgenommen bekommen haben. Jetzt haben wir die Wahl, hier die beiden zu attackieren, da muss ich gleich mal überlegen. Ja, den erstmal finishen wäre gut. Am besten natürlich so, dass man nicht noch irgendwas verschwenden muss, noch was ab, was zusätzlich ist. Problem ist halt, er kommt halt einfach nicht dran. Dann muss ich ihn jetzt wieder bewegen. Ich würde aber natürlich gerne Maximalschaden machen. Wir können natürlich Sprint benutzen. Können wir je nach hier uns bewegen und schauen, ob das hier, das hilft. Jawohl, sehr gut. Haben wir noch immer 3 Schüsse mit ihm offen. Mit unserem Bojagev und der Misha. Und das heißt, wir würden jetzt einfach mal alles auf diesen Magier draufgeben. Als den Zauberer. Denn das ist unsere einzige Chance, jetzt wirklich ordentlich Schaden zu machen. Ja, dich würde ich natürlich am liebsten jetzt einfach abhauen lassen. Das Problem ist, er hat aber jetzt keinerlei Möglichkeit, sich zu bewegen. Ich kann ihn auch nicht super heilen, das haben wir ja verstanden, hoffe ich. Weil wir eben nicht mehr Evolutionsfähigkeit besitzen. Ich kann ihn ein bisschen heilen, aber ich glaube, er wird trotzdem einfach sterben. Können wir da nicht mehr viel gegen tun. Ich glaube nicht, dass da irgendeine Möglichkeit besteht, da etwas dran zu ändern. Dann würden wir jetzt mit denen einfach mal angreifen.
Wir würden eh zwei haben, wir könnten auch hier hingehen. Dann greifen wir von der Seite, aber dann können wir nicht unseren Schuss blockieren, falls notwendig. Das Ding ist nicht tot. Ich hasse das. Die Viecher haben so viel HP, das ist echt unangenehm. Der Musketenschütze haut ganz gut raus, aber ja, wird absolut nicht reichen. Also nicht mal ansatzweise reichen, leider. Ja, da haben wir noch die Möglichkeit, hier Bewegungsunfähig zu machen. Auch die, das wäre auch nicht schlecht tatsächlich. Nur man sieht da dann nicht genau wie viel Prozent. Ich meine 30%, aber der wird wahrscheinlich nur weniger als 30% haben. Und die Viecher hier sind auch recht stark. Also das sind auch Tier-3-Einheiten, die einen gut ins Gesicht hauen. Ja, wir können versuchen, ihn einfach zu regenerieren. Kann sich halt nicht bewegen. Ne? 50% hier drauf ist natürlich erbärmlich. Also da hätten wir vorher schießen sollen. Wieder ein Anfängerfehler. Egal, ich versuch's. Na toll. Sehr gut. Also nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch versuchen, ihn weit zu generieren, aber es wird nichts helfen, das ist unmöglich. Ich bin jetzt 80 Schaden oder 90 Schaden, also einfach hier bleiben. Und was ich machen kann, ist hier, ich kann 30 Schaden an die Makari verursachen durch diesen zusätzlichen Dagger. Dann kriegen wir halt 15 HP, ja. Können wir insgesamt einiges an HP zurückkriegen. Ich dachte, das lohnt sich einfach, 30 Schadenspunkte an ihr zu holen und eine Blutung. Würde eine Aktion noch übrig lassen. Das ist halt echt zu schlecht eingefangen. Ja, im Nahkampf bringt auch nicht so viel, wie man denkt, vielleicht da jetzt zu gehen, aber. Ja, ich glaube, nee, ich werde mit Makari erstmal auf Fernkampf. Ach, das ist so bitter. Ja, wir können ihn in den Nahkampf zwingen oder wir können halt die 80% hier drauf nutzen, um ein bisschen Schaden zu verursachen. Ich würde trotzdem mal nach hier oben gehen. Ja, gut, aber nicht so eigentlich. Das war jetzt nicht so intelligent. So, dann gehen wir nach hier oben. Damit wir ihn noch mal attackieren können. Damit wir doch einiges Schaden kriegen. Ja, jetzt haben wir noch unseren Helden. Ja, viel zu wenig Schaden bei ihm. Ne? Also ich könnte halt sonst hier den AOE-Effekt nutzen, um da einfach ein bisschen mit rauszuhauen. Weil die beiden, also auch der Beobachter ist halt auch extrem stark, darf man nicht vergessen. Der ist auch jetzt nicht so, als wenn der in irgendeiner Weise schwach wäre. So, jetzt stirbt er, okay, das war abzusehen. Hier auf den Musketenschützen, auch nicht gut. Okay, aber der Fokus ist. Okay, wow, das war ein brutaler Fokus, muss ich sagen. Das war tatsächlich ein extrem brutaler Fokus. Richtig gemein. Also haben sie gut, hat die KI gut gemacht, muss man einfach sagen. So, wenn wir den töten, heilen sich alle drumherum. Das heißt, wir müssen erstmal hier den Chef töten. Alles andere bringt nichts. Natürlich ist bitter, dass wir den Musketenschützen nicht mehr haben, weil der halt der allerstärkste ist. So, einen weniger. Yay, yeah, jetzt brauchen wir nur noch alles andere. Müssen wir jetzt noch töten. Das ist ja gar nicht mehr so viel. Da haben wir eigentlich nicht mehr ganz so viele Ressourcen übrig, wie ihr vielleicht seht. Jetzt einmal hier ein bisschen Schaden verursachen, einfach um die anzuzochten. Problem ist, wenn ich jetzt hier weg, kriege ich wieder Ärger von dem. Könnte natürlich versuchen, ihn zu verschlingen. 66%, komm. Jawohl, nice. Okay, das ist super wichtig gewesen. Können wir, ja, das Problem ist, wenn wir jetzt ihn angreifen und den töten, das ist natürlich gut, weil wir einfach eine Fähigkeit weniger haben. Aber dann wird er natürlich wieder vollgeheilt, was natürlich auch nichts bringt. Ja, dann müssen wir leider in den sauren Apfel beißen und ihn leben lassen. Damit macht er natürlich wesentlich weniger Schaden, was ganz gut ist. Der einzige Brutale ist halt der Magier, ne? Das ist ja halt der Klassiker. Das heißt, jetzt wird der Schlängler sollte ja durch seine Schifffähigkeit hier nochmal rauskommen. Jo, er hat sogar überlebt, aber wir schaffen es halt nicht, die jetzt zu töten. Ne? Versucht ihn jetzt nochmal zu heilen. Ob das hilft, das sei jetzt dahingestellt. Den killen wir schon mal. Ich denke, meine Schlängler wird trotzdem sterben. Die bitte, aber auch da nichts dran zu tun. Wir können den Astralhüter töten, wenn ich den denn irgendwie mal attackieren könnte. Da. Wenn wir ihn töten können, ja. Aber wir werden natürlich jetzt alles verlieren, außer die Helden. Aber war abzusehen. Ist aber natürlich langfristig gesehen ziemlich brutal. Also wirklich brutalst. Weil wir natürlich dadurch die Schlagkraft unserer Armee massiv verringert haben. Die Schlänge kriegt man ja nur durch diese Evolution halt wieder, ist ja klar. Das macht das Ganze natürlich nicht mehr so angenehm dann. Nicht mal dahin, oder? Ja, egal, wir müssen in den Nahkampf gehen. Er kann uns noch immer wirklich umsenden, dieses Viech. Das ist extrem unangenehm. Wenn aber jetzt auf jeden Fall in den Nahkampf wandern. Jetzt muss er theoretisch hier ausweichen. Ja, und das kann er nicht genau deswegen, das wollte ich nicht sagen. Das kostet ihm keinerlei Move, aber unsere Helden sind eigentlich resistent genug, um das zu ertragen. So ist das nicht. Müsste jetzt hoffentlich reichen, ihn zu töten. Ja, sehr gut, kritzelt schon mal perfekt. Und dann haben wir noch einmal da drauf und müssen mit der Schwarze da rein. Okay, da kriegen wir so ein Leuchtfeuer gezeigt. Ja, war sehr teuer, muss man sagen. Also
Die Schlänger zu verlieren, beide auf hohem Rang, Champion, ist brutal. Können wir natürlich gut nachbauen, so ist das nicht. Und wir haben Titan Greaves dafür nur bekommen. Extrem schlechtes Item, weil man dann nicht mehr... Aber doch, kann man noch reiten. Nein, alles gut. Dann hauen wir das Boyakev drauf. Oder Makari. Ja, Makari. Boyakev hat nämlich schon einen Feuermantel, das passt ja schon. Können wir die auch aufwerten. Natürlich immerhin weiter auf die Fähigkeiten. Wir nehmen Golem-Assistenten, gibt einfach eine T1-Einheit. Ihr wisst ja, was das Prinzip ist. Einfach irgendeine Masse haben, die man auf die Gegner steuert. Das kennen wir ja schon immer. Dann kriegen wir 663 Forschung, was extrem viel ist. Und wir können gucken, was wir machen. Arcane Battle Mage's Armor. Gibt ein bisschen was dazu. Wir haben Magieschaden, haben wir leider gar nicht. Aber wir können im Nahkampf Magie und Unterstützungsfähigkeit einsetzen. Auch nicht schlecht. 453 Gold ist... Oder Buch der Teleportation. Das ist ziemlich gut. Also, gerade sowas wie Phasenbeste beschwören, so als Nebenbeifähigkeit. Massenrückruf ist auch in Ordnung. Dann nehmen wir das alte Buch, ne? Das wäre eigentlich Verschwendung, das nicht zu tun. Dann haben wir natürlich unsere Forschung auch schon durch. Da, wir können jetzt Phasenbestien 4 Runden beschwören. Oh, das ist super gut. Dann können wir einen richtig harten Push machen. Das ist doch gar nicht schlecht. Dann hauen wir jetzt die Handwerkerwaffen raus. Wir müssen jetzt gucken, dass wir möglichst schnell neue Armeen bauen mit dem geringen Geld, was wir haben. Bronze-Golem. Noch eine Musketenschützin. Wir haben noch einige hier von den Viechern, die wir entwickeln können. Die müssen wir halt nur erstmal wieder in irgendeiner Weise entwickelt bekommen. Erstmal als Aufgabe übernehmen. So, du musst, du hast nämlich keine Hürde. Du musst du hier rein. So, und jetzt können wir, wichtig ist ja jetzt vor allen Dingen, das wollen wir anschließen. Gibt uns extrem gute Buffs. Und wichtig, dieses Belagerungsmonument. Oder die Belagerungsfähigkeiten. Das ist das Allerentscheidendste. Setzen uns erstmal hier rein und heilen. Ah, ich bin Rakshagi, die Wahnsinnige. Ich habe euch alles getötet oder auch nicht. Ich habe mit allen Krieg, ja. Aber wir könnten auch einfach Frieden machen, denn das wäre auch okay. Mal ein bisschen Knirpse haben einmal versucht, euer Gebiet zu plündern und das war's. Und jetzt habe ich eigentlich Lust, Frieden zu schließen. Ja, Mann, du kannst echt froh sein, dass diese bescheuerten Kröten mir jetzt auch noch den Krieg erklärt haben. Sonst würde ich dir einen blöden Katzenkopf abreißen. Es wird erstmal Frieden geben, aber gewöhn dich besser nicht daran. Ja, und ihr habt es gehört. Naiv wie ich bin, bin ich jetzt erstmal nach links, nach rechts, nach hin und her gelaufen, statt einfach hier diese Armee auf den Siegel zu töten und dem Frosch vorwegzukommen. Aber nope. Jetzt hat sie mir den Krieg erklärt. Hat hier, naja, momentan noch nicht viel, aber das heißt natürlich gar nichts. Wir haben mit Rakshagi zu Glück Frieden schließen können. Die kam ja mit einem so einen Jester an, oder wie heißt die noch? Skalde, genau. Und das war's. Und das war die gesamte militärische Aktion. Natürlich wieder die KI. Gut, deswegen mache ich ja diese bescheuerten Stimmen. Um zu zeigen, wie bescheuert die KI wirklich ist. Also das ist ja echt Wahnsinn. Dass sie da den Krieg erklärt und dann sofort wieder, nö, jetzt habe ich doch keinen Bock mehr. Problem ist halt, unsere Evolutionsviecher sind noch nicht so weit. Das ist halt der große Nachteil natürlich daran. Wir haben jetzt zu wenig Zeit, um die wirklich auszubauen. Währenddessen buffen wir natürlich weiter unsere ganzen Leute. Machen hier unsere Kompositverteidigung. Für unsere Bronze-Golems. Ich habe auch den, also ich habe jetzt nicht gescheatet, keine Sorge, sondern ich habe die Fähigkeit benutzt, mit 2000 Gold zu kriegen, damit wir nicht auch unseren Riesen uns leisten konnten. Denn ohne den Riesen, glaube ich, wird das Ganze etwas schwieriger. Ey Mann, ich will mich echt bedanken, dass du das Land in ein wunderschönes, feuerverseuchtes Inferno verwandelt hast. Ich helfe dir sehr, sehr gerne und noch richtig fiese, wässrige Kröten zerquetschen ist aber das Leichteste für mich und meine Riesenfeuerkeule. Wenn du mehr von meinen Brüdern brauchst, dann weißt du, was du tun hast. Misha? ...375 Gold? Ihr wollt mich doch verarschen, jetzt wird er immer teurer. Ich hasse diesen Bären mittlerweile. Ja, was sollen wir sagen? Die Inflation geht auch an das Feuerriesen nicht vorbei. Außerdem müssen wir auch von irgendwas unserer ganzen Glut zahlen. Was denkst du denn, wie so viel so eine Keule kostet, wenn ich die doch magisch verzaubern will? Du weißt doch gar nicht, was los ist. Heizkosten gehen hoch und so weiter. Du weißt schon, Gas, bla bla bla. Ja, ja, ich kann sie mir hier. Nimm einfach dein Geld und verschwinde. Verdammt. Jetzt muss ich auch noch hier die Heizkosten für irgendwelche Feuerriesen bezahlen. Als wenn ich das Land nicht schon heiß genug gemacht hätte. Verfluchte Kröten. Ja, mit Ende der dritten Folge merkt ihr, die ganze Geschichte eskaliert. Ich möchte mich auch entschuldigen, dabei, dass die Kröten noch nicht angegriffen haben. Ich ärgere mich wirklich über mich selber, dass ich da nicht direkt die Chance genutzt habe. Das Siegel hier wurde aber eingenommen, das heißt, die Armee von ihr wurde auch zerstört. Das ist schon mal sehr gut für uns. Sollte sie ein bisschen schwächen. Wir sehen allerdings hier natürlich einiges an Zeug rumstehen. Da wird noch ein drittes Deck sein. Wir müssen abwarten, was da jetzt genau auf uns zukommt. Ihr habt aber gesehen, wir haben jetzt ein Bündnis mit Fange geschlossen. Das können wir vielleicht nächste Folge dann nochmal behandeln. Rakshagi erstmal 8 Runden lang, hoffentlich keinen Krieg. Ja, und die anderen, die wird tatsächlich langsam den Sieg hier näher kommen.
merkt nämlich, obwohl jetzt nicht mehr, die hatte zwei Siegel. Jetzt hat die, die ich nicht weiß, wo sie ist, zwei Siegel. Das ist natürlich sehr problematisch, wenn sie unten loslegt. Das heißt, wir müssen jetzt auch auf die Siegel pushen. Anders funktioniert es. Sie hat schon 25 und wird da auch, glaube ich, oben nicht großartig behelligt. Ich gucke gerade, ob sie überhaupt Krieg hat. Nee, mit niemand. Mit niemandem Krieg. Wir wissen auch endlich, wo sie ist. Vielleicht, woher das kommt. Ach, wahrscheinlich von unserem E-Ball. Der hat das entdeckt. Naja, gut. Habt's gehört. Die Geschichte wird teurer, die Geschichte wird unangenehmer. Wir müssen schauen, dass wir nächste Runde wirklich mal einen harten Push machen und hier mal was auslöschen. Denn momentan sind wir so ein bisschen Spielball der KI. Und natürlich die Siegel, das ist ja dieser Siegmechanismus, die halten uns leider sehr auf Trab.